Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder ein neuer Sportvlog. Ich fahre heute Fahrrad. Warum ich so bescheuert aussehe und wo ich hinfahre bzw. was ich vorhabe, das erzähle ich nach dem Intro. Tschu! Ich bin heute unterwegs im Taunus. Und will so ungefähr 2 Stunden Fahrrad fahren. Taunus ist ja immer so hoch und runter und nicht so einfach gerade. Deswegen ist es ein bisschen anspruchsvoller, finde ich. Und 2 Stunden Radfahren im Taunus hat schon in sich. Da schaffe ich so circa, mal schauen, 25 Kilometer, vielleicht wenn ich gut bin 30. Nee, glaube ich nicht. Auf jeden Fall so 25 ungefähr, schätze ich. Habe mir jetzt so eine Route durch den Taunus zusammengetragen. Über Itzstein, Heftrich nennt sich das. Mal gucken, dann irgendwie da so ein Stückchen und dann wieder zurück. Und dann habe ich heute meine 2 Stunden Rad gefahren. Wollte mal was anderes machen als Joggen. Und deswegen, weil es eine längere Tour ist, habe ich mir hier so einen Helm aufgesetzt und die Brille ist nicht, um steilig auszusehen, sondern weil die Augen irgendwann anfangen zu tränen, wenn man so ein bisschen bergab fährt, und dann noch Schutz vor irgendwelchen Piu Piu, vor irgendwelchen Fliegen. Deswegen ist es scheißegal, wie man aussieht, das ist echt ein guter Schutz. Und deswegen habe ich das auf und fahre jetzt mal weiter und gucke, dass ich die 2 Stunden gut durchhalte mit dem Radfahren und nicht irgendwo schlapp mache. Also, bis gleich. Durch den Wald zu radeln ist echt schön. Ja. Schön schattig, hier und da mal die Vögel zwitschern, aber es ist nicht minder anstrengend. Und man muss ganz schön treten. Ne? Puh. Das Radfahren bin ich nicht so gewohnt. Guck ich mal, dass ich hier weiterkomme. Nach einer Stunde bin ich nun an meinem Wendepunkt angekommen. Ich bin in Itzstein-Heftrich und fahre jetzt die Runde weiter sozusagen. Eigentlich brauche noch mal eine Stunde bis heimwärts. Ich bin gespannt, ob der Rückweg genauso anstrengend wird oder weniger anstrengend. Das ist die große Frage. Der große Unterschied zwischen Laufen und Fahren ist ja, dass man beim Fahren nicht einfach so anhalten kann, beziehungsweise nicht einfach so langsam machen kann, dass man es gerade noch so aushält, weil man kann ja auch umfallen. Man muss ja Gleichgewicht halten. Und beim Joggen ist es ja so, wenn du wirklich kaputt bist, dann läufst du halt irgendwie weiter, läufst du weiter. Und wenn es auch nur mini langsam ist, machst du irgendwie weiter. Aber beim Fahrradfahren brauchst du so ein gewisses Grundtempo, damit du nicht umfällst. Und dieses Grundtempo zu halten, ist echt manchmal eine Herausforderung, weil das ist gar nicht mal so langsam. Gar nicht mal so langsam, genau. Also eigentlich, Motorrad, eigentlich ganz schön schnell manchmal. Jedenfalls, wenn es in die Anstrengung geht. Ich bin jetzt gerade auf einer Landstraße, wie man vielleicht hört, und versuche einigermaßen vorwärts zu kommen. Hier geht es auch hoch und runter andauernd und sogar Radfahrer überholen mich. Hammer. Voller Loser, ey. Sogar die Rennradfahrer überholen mich. Naja, ich bin ja kein Rennradfahrer. So, ich melde mich gleich nochmal, wenn ich das hier verdaut habe, dass die Radfahrer mich überholen. Peinlich, was das denn? Das ist jetzt hier so ein Moment, da muss ich gerade so schnell fahren, dass ich nicht umfalle, und es steigt und es steigt und es steigt. Verdammte Scheiße. Als am Steigen. Der Taunus macht mich kaputt. Und es ist kein Ende zu sehen. Nach jeder Kurve denkst du,
Könntest du langsam mal fertig machen. Aber nee, geht alles weiter. Was eine Scheiße. Aber nicht schlimm. Bisschen anstrengend. Das haut uns nicht um. Ich komme da schon hoch. Irgendwie. Halt auch nicht an. Kriechen. Heilige Scheiße. So, ich hab's geschafft. Ich habe die höchste Stelle erreicht. Hier erst einmal auf der Strecke. Heilandsack. Der Wind hat mir noch ein bisschen entgegengeblasen. War echt anstrengend. Aber jetzt geht's erstmal eine ganze Strecke nach unten. Fällt ein bisschen aus. Und der Hintern ist das Schlimmste. Die Beine sind gar nicht mal so schlimm. Aber der Hintern, Mann, ich sag dir, heilige Scheiße. Gut, ich rolle jetzt mal so da vor mich hin und ruhe mich dabei aus. Nun habe ich es auch gleich geschafft. Ich bin in 2 Minuten bin ich daheim. Gehe nur noch bergab. Nochmal 200 Meter geradeaus. Dann habe ich es geschafft, dann bin ich da. Kann ich an der Stelle schon mal sagen, cheerio Miss Sophie, 2 Stunden Radfahren, bewältigt, alles okay, kann man nachmachen, wie sie Radfahren kann jeder, wenn nicht, dann macht ein bisschen Workout oder geht joggen. Also, bis zum nächsten Sportblock.